Ja, hallo liebe Bierfreunde, heute sind wir mit Frankens Bierwelt zu Gast bei der Ahörnler Bräu in Bamberg und Zeit für uns haben sich genommen der Tim, der Brauer, das ist der Mann mit den vielen Haaren und der Flo Müller, das ist der Brauereiinhaber. Da schon mal vielen Dank dafür, dass ihr paar Minuten für uns habt. Irgendwie ist ja alles neu, aber natürlich nicht alles, man kann ja auch lange in der Geschichte zurückblicken. Erst mit der Eröffnung des Stammhauses Ahörnler im Jahr 2013 ging es ja so irgendwie los. Dann hat natürlich irgendwas gefehlt, das war das eigene Bier. Ja. Und in diesem Sinne habt ihr jetzt da was vorgehabt, beziehungsweise eine eigene Brauerei draufgesetzt, gegründet. Jetzt sagt mal was, wie kam es dazu? Ja, naja, also eigenes Bier hat man ja schon von Anfang an. Also wir haben uns ja schon Mühe gegeben, auch davor quasi diese 650 Jahre Braugeschichte hier im Haus als älteste oder eine der ältesten Braustätten in Bamberg zu bewahren, haben eigene Biere gehabt sozusagen, haben da mit der Maßbräu zusammengearbeitet, was auch immer super geklappt hat. Und hatten aber natürlich schon immer den Wunsch, weil hinten ja auch noch das alte Brauhaus steht, das alte Kühlschiff noch dasteht und so weiter, war immer so der Wunschtraum, jawohl, kannst du es wieder machen. Aber das Haus war in so einem schlechten Zustand, da war halt erstmal die Gastronomie herzurichten im Vordergrund gestanden und die Brauerei musste halt ein bisschen anstehen am Anfang. Aber jetzt habt ihr dann mal gestartet mit der Brauerei, alles im Zeichen des Ahörnlers, können wir auch nochmal für die Nichtfranken erwähnen, das ist ein Einhorn, kein Eichhörnchen, genau. Hier diese hier. Delle am Kopf, das ist ein, und das hat ja auch schon wirklich eine längere Geschichte, also das geht ja auch über Jahrhunderte zurück. Ne? Ja. Ja, also 1366 erstmals urkundlich hier erwähnt als Putnerhaus zum Eichhorn damals noch und über die Jahre hat sich dann irgendwann der Name entwickelt, 1487 war dann quasi die Einhornbrauerei hier im Sand ansässig. Die Einhornbrauerei war immer bekannt als die Brauerei, die also die stärksten Biere herstellt. Wobei stark muss man halt immer in der Relation sehen im Mittelalter. Und hatte quasi hier ihr ganz eigenes Standing in der Sandstraße. Gibt es unterschiedliche Erwähnungen in Chroniken. Wie gesagt, also ganz viel Tradition sozusagen, was hier vorhanden ist, ganz viel Hausgeschichte. Aber die ist leider nach 1961, als hier der Brauereibetrieb geendet hat, dann etwas verloren gegangen. Die meisten haben hier eigentlich nur Wert rausgetragen, haben aber nichts ins Haus eingebracht. Und als wir es dann 2012 gekauft und hergerichtet haben, haben wir gesagt, so, jetzt machen wir hier wieder was Ordentliches draus. Und hatten jetzt das Glück, dass wir uns das Ganze krönen konnten, indem wir jetzt quasi wieder Brauhaus errichten und quasi unser eigenes Bier bauen können. Es wird ja jetzt eigentlich auch das modernste Brauhaus hier in der Innenstadt. Ist natürlich auch ein bisschen gewagt, in einer Bierstadt wie Bamberg nochmal einen dazu zu bringen. Aber ihr traut euch das, ihr seid davon überzeugt. Wir trauen uns das, wir machen das auf jeden Fall. Haben wir ja auch, wir haben jetzt, wie gesagt, auch zwei neue Biersorten am Start gebracht. Einmal ein Rotbier, was wir jetzt haben. Und ein helles habe ich gebraut. Das helle ist jetzt dann demnächst im am 18. 19. haben wir, glaube ich, geplant, dann ist hier die kleine Eröffnungsfeier, mehr oder weniger, also Feier. Also machen wir halt auf mit neuem Bier und ich glaube, das wird ganz gut. Also ich bin zuversichtlich, dass es sehr gut wird. Jetzt gibt es ja hier im Haus auch eine Besonderheit, die ja immer noch beibehält. Das ist eine Turmbrauerei. Da könnt ihr auch mal was dazu sagen, das weiß jetzt vielleicht auch nicht jeder, was das jetzt richtig ist. Ja, also es ist ja so, es gibt quasi hinten immer noch das alte Brauhaus mit dem alten Kühlschiff. Da sitzt im Moment die Stadt Bamberg drauf und lässt es ein bisschen vor sich hin verfallen, weil die wollen es eigentlich wegreißen und an der Garage hinbauen. Da wehren wir uns ja vehement dagegen. Wenn ihr das unterstützen wollt, dass also das alte Brauhaus hier stehen bleibt, dann bitte geht auf unsere Seite und unterstützt unsere Petition. Wir sind der Ansicht, es darf nicht kaputt gemacht werden, damit da hinten 13 Stellplätze entstehen. Das ist eine Katastrophe. Weil sich das aber jetzt so lange hingezogen hat, haben wir einfach uns nach Alternativen umgeschaut. Das Nebenhaus gehört mittlerweile ja auch hier dazu. Und da ist es so, dass in diesem Turm, früher war eben eine Bäckerei drin, unten der Ofen, oben wurden halt die Sachen gelagert, in den Turm von der Bäckerei, der sich genauso hier direkt hinten anschließt, konnten wir jetzt eben diese Brauanlage einbringen. Mit Hilfe der Firma Kaspar Schulz, also da muss man ehrlich sagen, das war höhere Ingenieurskunst, das bis auf 3 cm genau auszurechnen, dass dieses Ding da überhaupt reingeht.
weil wir sind ja wirklich in der Substanz, die aus dem 16., 17. Jahrhundert kommt, und da so eine Brauanlage reinzubringen, das ist nicht ganz einfach. Und dann haben wir natürlich gesagt, wenn wir was machen, machen wir es gescheit, und deshalb auch wirklich modernste Technik aus Bamberg hierher genommen, um natürlich das beste Bier zu brauen. Und das Ganze spart natürlich auch Energie, zum genau. Thema Energie. Es also von oben nach unten fällt sowieso von alleine runter. Ne? Und genau. Zum Thema Energie setzt ihr natürlich auch auf Biogas, habe ich gelesen. Das ist natürlich, da liegt ja schon Wert drauf. Wir setzen auch auf Bio-Rohstoffe. Also wir haben Bio-Hopfen, Bio-Malz. Also bei uns das Bier ist zu 100% Bio. Ne? Da wollten wir auch gucken, wie weit wir gehen können, muss ich jetzt auch sagen. Also es war ja immer so die Idee, die besten lokalen Rohstoffe hier von der Firma Weiermann und den besten Hopfen, den wir kriegen können, der auch von so nah wie möglich kommen sollte. Und dazu natürlich die beste Technik. Und den besten Brauer haben wir das sowieso. Na. Jetzt ist der beste Brauer dann natürlich dran. Der erste Sud ist ja jetzt erst vor kurzem gebraut worden. Ja, was heißt vor kurzem? Das sind jetzt vier Wochen ist es jetzt mittlerweile her. Ne? Vor kurzem. Das Bier befindet sich jetzt unten schon in unseren Tanks. Also wie gesagt, am 18. oder 19. kann man es dann probieren. Also wer Bock hat, kann gerne vorbeikommen und sich davon überzeugen, was ich gebraut habe. Ich glaube, das ist für ein Helles, gerade hier bei uns in Bamberg, gerade auch für die Jugend, es kommen ja immer mehr die hellen Biere. Also ich bin selber, ich trinke sehr gerne helle Biere, aber auch das Rotbier finde ich ganz geil. Ist es halt einfach, das ist ein Bier für jedermann. Das ist einfach eine geile Nummer. Aber davon, wie gesagt, kann man sich am 18 oder 19 selber überzeugen. Aber ihr bleibt schon bei den klassischen Bieren. Ich bin eigentlich Verfechter von klassischen Bieren. Ich habe jetzt keine Lust, die irgendwie. Also ich würde schon mal. Ja, man kann schon mal ein IPA oder irgendwas brauen, aber die Schwierigkeit liegt ja einfach in authentischen klassischen Bieren. Da lässt sich nichts verstecken. Und das ist eigentlich eine hohe Brauerkunst, wenn man da ein geiles Bier hinkriegt. Also mehr geht nicht. Ne? Also da unterscheidet sich die Spreu vom Weizen einfach. Was habt ihr dann noch demnächst geplant? Hell, Lagerpilz, Weizen? Also Weizen, im Prinzip ist noch geplant, weil wir lieben eigentlich auch herbe Biere mit ein bisschen Dampf. Wollen wir noch einen Pilz machen? Wahrscheinlich auch noch kalt gehopft. Mal schauen, je nachdem, was ich mir so einfallen lasse. Ich habe schon mal was geschrieben. Also ich habe schon was in der Pipeline, aber jetzt schauen wir erstmal. Und wir sind ja vom Tank technischen, müssen wir halt ein wenig schauen. Ich will auch immer jedes Bier da haben und dem Bier auch so viel Zeit geben, wie es braucht. Deswegen, ich setze alles auf Qualität, eigentlich ich lasse ja nichts raus, was genau. Wenn ihr uns da unterstützen wollt, wenn der Tim braucht mehr Tanks. Genau. Ganz einfach, keiner Zungenbrecher. Tim braucht Tanks. Ihr könnt uns gerne unterstützen mit unserem Crowdsupporting, auch auf unserer Homepage. Wir brauchen da noch ein bisschen Support, dass wir einfach noch ein bisschen uns breiter aufstellen können, dass wir mehr Sorten machen können. Geplant ist natürlich, dass es irgendwann auch mal ein Bockbier gibt. Sowieso Weizen wollen wir wahrscheinlich eher nicht machen. Aber was genau passiert, können auch unsere Mitglieder mitentscheiden. Wir sind ja eine Mitgliedsbrauerei. Ja, das wollte ich jetzt gerade noch ansprechen. Wie heißt das? Crowdsupporting. Genau. Man kann sich dann schon da als Mitglied schon mal, da kriegt man ein paar Vorteile an der Sandkerber vielleicht, ne? Als Mitglied anmelden auf der Internetseite, also da gibt es auch immer einen kleinen Bonus. Genau. Oder natürlich auch für Tanks oder sowas, also da könnt ihr da schon die alle mit reinziehen oder gefragt auch mal rum, welchen Bierstil mögt ihr eigentlich. Also ihr nehmt die schon mit ins Boot an, eure Mitgliederkunden. Genau, wir wollen halt nicht nur, also im Prinzip ist das Bierbrauen, dieses Wirtschaftsfeeling, wie es damals gab, wo die Alten drin hocken, im Prinzip wollen wir schauen, dass wir einfach viel mehr junge Leute ziehen, weil Bier ist eine geile Sache. Und ich glaube, bei uns Mitglied zu werden, ist generell eine coole Sache halt. Du kannst Entscheidungen treffen, wie stark ich das Bockbier irgendwann mal braue, was für Bierstile wir brauen oder an gewissen. Was haben wir noch alles gemacht, Flo? Wir haben unsere Events, die wir machen wollen quasi. Wir haben, wollen gemeinsame Stammtische machen für die Mitglieder, wo wir auch mal andere Brauereien besuchen. Wir haben gesagt, dass wir Brautage machen wollen, wo die Mitglieder quasi den Tag mit dem Tim verbringen können, also mit diesem wunderschönen Mann in der Brauerei stehen. Ja. Den ganzen Tag, einfach mal den kompletten Tag mitnehmen, nicht bloß 10 Minuten einmal durch die Brauerei rennen und danach 3 Bier trinken, sondern einfach mal wirklich alles miterleben.
wo die Leute einen ganz anderen Bezug dazu bekommen sollen, was die Produkte sind, warum sich da die Qualitäten unterscheiden, das ist uns wichtig. Und die Mitgliedschaft auch als Möglichkeit, einen, ja, ich sag mal, früher hast du einen Stammtisch gehabt, ja, den gibt es halt in der Art nicht mehr so überall. Wir wollen das jetzt quasi Stammtisch 2.0 machen, deshalb die Mitgliedschaft, wo die Leute aber auch eben ihre Sachen bekommen, wo sie unsere geilen Hopfenkrüge hier bekommen, die sie in der Sandstraße jederzeit voll machen können, wenn sie da sind. Die haben die Möglichkeit, hier unsere Nebenräume exklusiv zu bekommen für Sachen. Wir haben uns da ein ganzes Paket überlegt und ja, würden uns freuen, wenn die Leute das natürlich wahrnehmen, auch für Firmen interessant natürlich, die für Mitarbeiter Events planen oder solche Geschichten machen wollen. Den Link tun wir natürlich mal unten einblenden. Du hast den schönen, wunderschönen Krug angesprochen. Das gibt es natürlich auch hier zum Füllen. Genau. Hast du ja gesagt. Und es gibt auch andere Gebinde natürlich noch. Ja, also was wir machen werden, definitiv, sind, dass wir 5 Liter Fässer erstmal abfüllen werden. Fässer oder diese Partydosen? Die Partydosen. Diese Partydosen. 10 Liter Fässer am Tisch, so wie wir es davor gehabt haben, wird es auch wieder geben, dass wir quasi die Leute hier ihre Sachen machen können. Ansonsten füllen wir erstmal nur in Fässer ab. Das, ja, mit den Flaschen und so weiter, das ist so eine Geschichte, die wird wachsen müssen. Jetzt am Anfang geht es erstmal darum, dass wir genug Bier für hier haben. Wollen dann diese 5 Liter Fässer machen, damit die Leute sich das auch problemlos mit nach Hause nehmen können. Und wie gesagt, der einfachste Weg ist der Hopfenkrug hier. Ja. Wiederverwendbar, steht auch drauf, mach mich voll. Herkommen, voll machen. Erst der Krug, dann liegt doch wegen der Hand, oh, kann man auch gut raustrinken. Ja. Direkt aus dem Krug, ja. Fürs Festival wäre vielleicht gut für einen Rucksack. Ja, besser wie ein halber Liter aus der Liter. Wo gibt es dann euer Bier? Bei hauptsächlich uns. Erst einmal hier in der Gaststätte. Ja. Jetzt sitzen wir auch hier in einer wunderschönen Gaststätte, da kannst du ja auch nochmal was dazu sagen. Also die ist sehr urig, ich habe jetzt nochmal schnell durchgeschaut, aber kann man ja nochmal erwähnen, die Adresse vielleicht auch. Obere Sandstraße 24, für die, die es nicht kennen, im Prinzip einfach am Schlenkerlack geradeaus vorbeilaufen und dann auf der rechten Seite seht ihr schon, da wo es wieder gutes Bier gibt, da sind wir. Genau. So, in diesem Sinne, habt ihr noch ein letztes Wort? Ja. Irgendwas, was wichtig wäre für die... Ist auch sehr wichtig, macht ordentlich Welle für die Petition und dann schreibt ihr fleißig, dass ich Tanks kriege und dass ich mir geiles Bier herstellen kann. So machen wir das. Gut, dann bedanke ich mich bei euch zwei. Machen wir noch mal. Ja, ist nicht mehr viel drin. Ein hervorragendes Rumpier. Und in diesem Sinne dann, bleibt gesund. Dankeschön. Ciao, ciao. Tschüss.